Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir zum Glück das große Chaos hier beendet. Können uns jetzt hier noch um die letzten Nebenquests kümmern, weil wir haben noch die Katarakt, wo wir Tom mitteilen müssen, wie. Oder Tom, wie General Tom geheilt werden kann. Toll. Senor der Zahnbrecher hat euch eine Operationsnadel gegeben und Anweisungen, wie der Stahlstich durchgeführt werden muss. Leitet also die Wege, damit der General wieder sehen kann. Ihr seid es? Bringt ihr Hilfe? Ich weiß, wie ihr General Thorn heilen könnt. Sprecht! Mit dieser Nadel muss die getrübte Linse ins Innere des Auges versenkt werden. Habt vielen Dank. Ich werde es so ausführen, wie ihr gesagt habt. Wie kann ich euch dafür nur entlohnen? Wartet, ich weiß. Hier, nehmt diese Steintafel. Einer von uns brachte sie aus Mulandir mit. Vielleicht ist sie von Wert für euch. Eine alte Steintafel? Seht nur diese Runen darauf. Das ist bestimmt ein mächtiger Zauber. In Graufurt gibt es Schriftgelehrte. Vielleicht kann dort jemand diese Tafel für euch entziffern. Ja, eine uralte Steintafel. Gut. Erfahrungspunkte. Fasst euch kurz, mein Freund. Ja. Geld für die Gilt das Kopfgeld Wolfsabzeichen? für Wolfszeichen auch für mich? Ei, wenn ich meinen Männern Geld gebe, warum nicht auch euch? Zeigt her. In Ordnung, hier ist eure Belohnung. Ja, eigentlich sollten das jetzt alle Wolfszeichen gewesen sein. Wir erhalten immer noch Silber. Gibt's noch Silber? Und ja, das Seelenschwert. Fasst euch kurz, mein Freund. Die Wölfe sind vertrieben. Ihr seid ein Segen der Götter, Freund. Endlich wird wieder Frieden einkehren. Die Versorgung unserer Siedlungen ist gesichert. Ich habe versucht, etwas zu finden, das euch als Belohnung für eure Mühe nützlich sein könnte. Hier. Nahrungskammer der Orks. Mittleres Haupthaus der Orks und Trommel. Haben wir bereits alles. Aber die Wolfszeichen-Quest ist immer noch offen, komischerweise. Dabei müsste jeder Wolfszeichenträger jetzt tot gefunden haben. Ah. Okay, gucken wir, was es mit der Steintafel auf sich hat. Also nochmal zurück nach Graufurt, bitte.
kennt da ja den Schriftgelehrten. Hier unten nehme ich Goran. Ja, Trickster, Erdenklinge, Echos. Oh, ich habe den vergessen, den Ring zu ihm zu bringen, ja. Gucken wir mal, dass wir das auch noch machen. Zwergdienste. So, zu dir wollen wir erstmal. Was gibt es diesmal? Könnt ihr die Schrift auf dieser Steintafel entziffern? Zeigt mal her. Das sieht nach einer Zauberformel der weißen Magie aus. Die Übersetzung wird gewiss nicht leicht, aber gegen die Bezahlung eines Saphirs kann ich das erledigen, wenn ihr möchtet. Ein Saphir, haben wir einen? Opale, grüne Juwelen, Amethysten, Malachite, Basiliskenhaut. Lapislazuli, noch mehr Opal und Lapislazuli und Nebelquarze. Was gibt es? Könnt ihr die Schrift... Zeigt mal her. Ich komme vielleicht darauf zurück. Gut, wie ihr wollt. Hier habt ihr eure Tafel zurück, falls ihr es euch... Ja. Okay, mit dem können wir nicht viel anfangen. Wir können einfach hier das Portal nach Falumsheim benutzen. Hier gibt es keine Verstecktruhen, oder? Also, wir müssen uns merken, wenn wir einen Saphir finden, dass wir ihn dann auch benutzen, aufbewahren. Könnte sein, dass die Bria-Wölfe bei dem Wächter... Ja, Foreshadowing. Spoiler-Alarm. vielleicht noch Wolfszeichen droppen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Weil hier haben wir definitiv alle erledigt. Inklusive Bria höchstpersönlich, aber die Wolfszeichen-Quest ist noch offen. Meine Leute sind alle ausgerüstet. Elends Segen, Freund. Sie hat nichts zu sagen. Das heißt, wir müssen jetzt zu unserem Ork-Monument. Handelsposten. Und noch mit dem Hexer hier oben wegen dem Ring reden. Jetzt endlich. Das habe ich nämlich total vergessen. Mit Rigor Mortis zu reden. Was ist jetzt schon wieder? Castagir schickt mich mit diesem Ring zu euch. Der Schattenring. Ich kann es nicht glauben. Woher habt ihr ihn? Ein schemenhafter Untoter trug ihn bei sich. Endlich. Ihr wisst gar nicht, was ihr da in euren Händen haltet. Was hat es mit diesem Ring auf sich? Er ist das Tor in die Welt der Schatten. Seine Magie ist verbraucht. Doch ich kenne den Zauber, um ihm wieder neue Kräfte einzuhauchen. Wartet. Hier habt ihr ihn zurück. Der Ring ist zu euch gekommen. Ihr habt ihn gefunden, ihr müsst ihn auch tragen. So ist es vom Schicksal vorherbestimmt. Und was soll ich damit tun? Macht er mich vielleicht unsichtbar? Nein, im Gegenteil. Er macht Unsichtbares sichtbar. Wenn ihr diesen Ring tragt, seid ihr dazu in der Lage, die Schattenwesen zu sehen. Sucht nach ihnen. Vernichtet die schwarzen Phantome, wo immer ihr sie auch antreffen mögt. Niemand weiß, wie weit sie bereits in unsere Welt vorgedrungen sind. Nur ihr könnt sie sehen. Findet sie
und bekämpft sie. Und sucht nach Hinweisen, die uns verraten könnten, was sie vorhaben. Solltet ihr etwas finden, bringt es zu mir. Ja. Schattenwelt, sucht nach Schatten. Hugo hat euren Ring verzaubert. Nun wird dieser Einblick in die Welt der Schatten geben. Von nun an werden die Schatten sichtbar sein. Ein guter Ort, um die Suche zu beginnen, wären die Windfallberge, wo ihr den ersten Schatten erschlagen habt. Mhm. Also noch eine Nebenquest. Ja, verzauberter Schattenring. Es reicht also, dass wir ihn im Inventory haben, weil es ist Questgegenstand, den können wir nicht anlegen. Aber ja, wie gesagt, bevor wir jetzt mit Nebenquests weitermachen, also hauptsächlich Zwergendienste, Schattenwelt, Echos, Erdenklinge und Trickster, also das sind alles Nebenquests, die wir jetzt doch peu à peu abschließen können, in diesem Akt. Wobei ich mir bei Trickster jetzt gar nicht so sicher bin. Geht es jetzt erstmal nach Mulandir, auf den Säulenplatz zurück, dass wir dem Wächter die zwei Splitter geben können, die wir gekriegt haben. Bevor es dann für uns in den Spalt geht. Und ja, hier sind Bria-Wächter. Dass die vielleicht noch Wolfsabzeichen droppen können. Wenn sie mal aggressiv werden. Habt ihr etwas gefunden? Ich habe ein Bruchstück des Kunstwerks. Zeigt her! Ich habe den Splitter des Sommerwinds gefunden. Ihr habt Armun aufgespürt? Was von ihm übrig war. Doch das ist eine lange Geschichte. Jetzt ist der Splitter wieder in Sicherheit. Nur das allein zählt. Hier, der Splitter des Herbstlichts. Endlich. Ihr habt diesen Landen große Dienste erwiesen, Runenkrieger. Ja, und ein Level abbekommen. Okay, die Planänderung ist... Erstmal Punkte hier rein. Bis wir das auch auf 8 haben. Und dann wird wieder mit Bogen gearbeitet. So, was braucht jetzt Punkte? Stärke, Geschicklichkeit, Wendigkeit, Weisheit und Charisma. So. Gut, mit einem Level abgestärkt, können wir uns aufmachen zum Spalt. Und dort unseren Spaß haben. Hust, hust. Haha. So, Tor zum Spalt. Er läuft der Thron vorbei. Talia Storm? Wer seid ihr? Was führt euch hierher? In eurem Besitz befindet sich ein Splitter aus magischem Glas. Deshalb seid ihr gekommen. Dann war eure Reise leider umsonst. Niemand legt Hand an diesen Splitter. Geht jetzt, ich habe keine Zeit für euch. Mein Schicksal erwartet mich. Ich werde durch den Spalt gehen und Ullata sein dunkles Herz aus der Brust reißen. Dann wird dieses Land frei sein vom Fluch der Dämonen. Für immer. Ihr könnt mir ja folgen, falls ihr es wagt. Aber haltet euch fern von den Hängen. Dort sind ihre Nester. Das würdet ihr nicht überleben. Wenn ihr hier unten im Tal bleibt, habt ihr vielleicht eine Chance. Ihr würdet allerdings eine Armee benötigen, um mit mir Schritt halten zu können. Deshalb lebt wohl.
Ja, das Video ist ziemlich gedrückt. Und da haut sie ab. Kann aber den Wohnwagen schotten.